Der nachfolgende Spot wird Ihnen präsentiert von Oskar am Freitag, dem Lokalmagazin für Gotha und den Landkreis. Hier war mächtig was los, anders kann man es kaum sagen. Und das war kein Wunder, denn zur offiziellen Einzugsparty zum ersten Heimspiel in der Messe Erfurt haben sich die Oettinger Rockets nicht umsonst den achtfachen deutschen Meister im Basketball eingeladen. Sein Name Alba Berlin. Der Umzug von Gotha nach Erfurt wurde ja im Vorfeld heiß diskutiert, teils kritisiert. Aber all dies ließen Spieler wie auch Fans in Vergessenheit geraten. Der Einsatz auf dem Feld passte und wie gewohnt natürlich auch die Stimmung auf den Rängen. Hier ist es erstmal Peyton Siva mit den Punkten. Die Hauptstadtjungs fanden besser in die ersten 5 Minuten, danach waren aber die Rockets in Weiß am Drücker. Das ist der Wurf von Jajon Page, der 21 Punkte holte und damit Topscorer wurde. Letztlich war es aber nicht nur das Spiel, das beeindruckte, sondern auch die neuen Verhältnisse in der wesentlich größeren blauen Hölle. Daran mussten sich erstmal die Cheerleader gewöhnen, genau wie Fans aus Gotha, Erfurt und der gesamten Region, wie Olympiasieger Kevin Kuske, Trainer und Spieler von Rot-Weiß Erfurt, die zu Gast waren, und wie Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee. Ich glaube, das sind richtig gute Bedingungen hier. Ich weiß, es ist nicht Gotha und die Fans müssen eine Weile reisen, aber volle Hütte, fast 3000 Zuschauer und eine irre Stimmung. Und die hält sich durch die ganze Zeit. Ganz prima Fangruppe. Die Oettinger Rockets legten jede Menge Energie und Willen an den Tag, ließen den Ball gut laufen und trafen häufig die richtige Entscheidung beim Abschluss. Und das bereits einen Monat vor der großen Saisoneröffnung am 22. September. Das dürfte auch die Führungsetage aus dem Hause Big freuen. Genau wie der Halbzeitstand, 2. Liga 47, 1. Liga 38. Und weiter geht's mit dem sehr agilen Jajon Page. Mit 1,88 Meter ist er definitiv einer der kleineren auf dem Court und vielleicht trotzdem schon jetzt sein großes Idol. Hier spielt er den Pass auf den größten der Rockets, Robert Oehle mit 2,09 Meter, sagt besten Dank und reißt die Fans von den Sitzen. Besonders im letzten Viertel kam dann Alba nochmal. Sie verkleinerten ihren Rückstand Schritt für Schritt und brachten die Spannung zurück in die Messehalle, was die Fans allerdings längst nicht von ihrer guten Laune abbrachte. Die Mannschaft präsentiert sich schon zu diesem frühen Zeitpunkt sehr gefestigt und souverän, uneigennützig und mit tollen Quoten. 10 von 19 Dreiern verwandelten die Rockets. Wir können festhalten, Sieg gegen Alba Berlin. Jede Menge begeisterte Zuschauer und eine mehr als gelungene Einzugsparty in die Messe Erfurt. Also ich bin geflasht. Ich habe das nicht erwartet. Ich hatte im Vorfeld ein bisschen Angst, was die Stimmung betrifft, weil es doch sehr groß ist. Aber ich fand es sensationell. Und danke auch an die Erfurter, danke an unsere Fans, die mitgekommen sind. Aber ich habe gerade gehört, wir haben die 2900 gekratzt. Also müssen auch ganz viele aus dem Umfeld hier gekommen sein. Und vielen Dank an alle, die uns hier unterstützen.